Gut, wir machen entspannt weiter an einem Release Friday, der seinesgleichen sucht, rein vom Output her, sage ich mal so. Heute released gefühlt jeder oder hat gefühlt jeder released. Luciano würde noch fehlen, so ein, zwei Leute würden noch fehlen, aber dann wäre die Party komplett. Wir machen weiter mit Mein Herz von Samra. Ein sehr, für seine Verhältnisse, sehr nachdenklicher Titel, sehr vielleicht ein bisschen deeperer Titel. Wir haben davor uns auch die Instagram-Story von Samra reingezogen, wo er gesagt hat, das ist für meine Community, für meine arabische Community. Und er will uns erzählen, was in seinem Herz los ist und die Kriege und so weiter und so fort. Deswegen bin ich gespannter als sonst, sagen wir mal so. Weil du jetzt nicht so genau weißt, okay, wie gestaltet er den Song? Fährt er mit 300 wieder in die Leitplanke oder erzählt er uns wirklich was sehr, sehr Geiles so? 2 Minuten 36 produziert ist das Ganze von Chris Jarbi. Schöne Grüße gehen raus. Liken, Support, Kamort. Ich bin sehr gespannt. Samra, Mein Herz. Wir schnacken gar nicht lang. Abfahrt. Wow! Was haben die Leute denn jetzt mit Vocal Hooks oder was? So VOX-Samples und sowas. Wir hatten das bei Capiphone auch schon. Wir hatten das bei Stop Wars. Auch von Capi und Contra K vor einem Tag oder vor zwei Tagen. Was haben denn die Leute mit Vocals? Also nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil. Ich feiere sowas krass. Ich bin der Meinung, lieber nimmst du so ein Vocal, bevor du die 53.000ste 0815-Hook hinkackst mit 3-4 Wörtern drin. Lieber nimmst du so ein Sample, bevor du irgendwie die Hook eh ruinierst. Boah, das hört sich mega nice an, oder Chat? Woo! Sehr nice. Ist aber arabisch, glaube ich, oder? Also ich verstehe es jetzt nicht unbedingt. Hinter eiskalten Augen weint sie da draußen. Sie denkt, sie kann ohne mich, doch scheint mich zu brauchen. Baby, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, was Liebe ist. Ich weiß so vieles nicht, aber ich liebe dich. Ich häng bis tief in die Nacht noch da draußen ab. Regentropfen passen auf mein Autodach. Okay, ich muss aber, man hört auf jeden Fall so ein bisschen das, ich will nicht sagen, man hört den Schmerz jetzt ein bisschen deutlicher raus, weil wir jetzt irgendwie auf einen etwas anderen Samra-Song reagieren, weil du jetzt schon mit der Einstellung reingehst, okay, das wird deep, er hat auf Instagram angekündigt, das wird ein bisschen deeperer Song, der Song heißt Mein Herz, wo du eh schon so ein bisschen denkst, okay, das Auge weint hier. Ich will nicht sagen, dass jetzt du diesen Schmerz ein bisschen krasser raushörst so, aber man hört auf jeden Fall, dass der Song ihm am, am Herz liegt so, dass der Song jetzt kein 0815 Samra Song wird und in irgendeiner Playlist irgendwann wieder untergehen wird. Wisst ihr, was ich meine? Es könnte, also was heißt könnte, es ist schon nice. Schein bis tief in die Nacht noch da draußen ab. Regentropfen passen auf mein Autodach. Ich komm noch. Hier, auf mein Autodach, und ich hab's ja schon extrem oft in Reactions gesagt, für mich ist diese gedrückte Samra-Stimme nicht immer nice so. Also was heißt nicht immer, in den größten Fällen ist es für mich, hört sich das für mich nicht gut an. Aber irgendwie hört sich das doch hier auch irgendwie gut an. Regentropfen passen auf mein Autodach. Ich komm morgens heim, du bist gerade aufgewacht. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich kein Zuhause hab? Ich bin allein und mein Herz bricht in tausend Teilen. Immer wenn ich seh, wie deine Augen weinen. Man muss aber auch dazu sagen, ne, Samra hat auch gerade durch diesen ganzen Vorwurf, wie hieß sie denn nochmal, Chat? Nika, oder? Nika, irgendwie sowas. Dieser ganze Vorwurf mit unser Nika, okay. Nika Irani, genau. Dieser ganze Vorwurf hat ihn auch komplett mitgenommen, so, ne? Plus diese ganzen Vorwürfe, plus diesen ganzen Social Media Hate und so weiter und so fort. Wie kannst du nur und so weiter und so fort? Was sich im Nachhinein dann eh anders rausgestellt hat. Aber dass er jetzt in der Musik die Lösung findet und durch die Musik die Probleme oder seinen Schmerz quasi verarbeiten kann oder verarbeiten möchte, finde ich eine super, super Sache so. Ich bin tausend Teilen, immer wenn ich sehe, wie deine Augen weinen. Du willst diesen Samra von damals, ohne Skandale und Drama, bevor er ein Star war. Oh, so hat man Samra noch nicht gehört. Was ist hier? Oh, das kommt, auch wenn ich jetzt kein Wort verstehe, muss ich ehrlich gestehen, so. Ich finde es einen sehr schönen, stimmigen Vibe irgendwie. Okay, dieses Adlib durfte aber nicht fehlen, ne? Dieses Ba, Ba, Ba. Was immer sehr psychomäßig für mich rüberkommt, aber, ne? Ist nice. Ich verstehe kein Wort, aber nice, safe. Ich finde es auch, man muss auch type, es ist ja das Schöne bei Musik, man muss ja nicht immer jedes Wort verstehen. Natürlich im Deutschrap wäre es schön, wenn du alles verstehst. Aber teilweise, wenn du solche arabischen Passagen hast oder gerade auch in der Hook, du musst ja bei Musik nicht immer alles verstehen, einfach so ein bisschen den Vibe fühlen und so weiter, ne?
diese Vocal kommt nice. Ohne Scheiß, die Vocal kommt nice. بيحسدوني لما بضحك بيشوفوني لما بشرب بيكرهوني لما بسحب بس بيقولولي حسين انا بحبك. Okay, man könnte jetzt davon ausgehen, dass er den ersten Part quasi nur nochmal auf Arabisch wiedergibt für seine arabischen Kollegen so. Was ich nicht glaube, aber jetzt wäre es schon gut, wenn du so ein bisschen Arabischkenntnisse hättest, oder? Also wie gesagt, ich verstehe wirklich kein Wort, so wenn das jemand im Chat übersetzen kann oder wenn es jemand später auf YouTube übersetzen kann, ab in die Kommentare damit. Was in der Sprache aber ganz, ganz krass ist, dieses, dieses, wie er diese Silben betont. Also ich finde es super, super krass interessant. Warte mal. Dieses, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Wie er das betont. Ich finde diese Sprache generell super interessant. Okay, ich bin euch hier auch ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin Samra-Fan to the fullest. Normalerweise, wenn er gerade diesen Rohdiamant Roadrunner Samra auspackt, aber er hat ja auch hier gerade thematisiert, ihr wollt den alten Samra und so weiter und so fort, ohne Skandale und so. Der Zug ist wahrscheinlich irgendwo ein bisschen abgefahren, teilweise. Teilweise packt er ihn ja auch ab und zu schon so noch ein bisschen aus, gerade in den letzten Singles. Es wird ein Song, den ich, wenn ich im richtigen Mood bin, auf jeden Fall hören werde. Auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt im zweiten Part wirklich nicht viel verstehe, ich werde den Song auf jeden Fall hören. Ist aber kein Samra-Song, wo ich jetzt hier sitze und mich festhalten muss, damit ich jetzt nicht hier komplett umgefickt wird, so. So ist es nicht. Boah, die Hook ist nice. Also generell, ich bin immer der Meinung, bevor du die Hook komplett verkackst und dir nicht bei deiner Hook komplett sicher bist, hau Vocals drüber, hau ein VO-Example oder so drüber, das macht den Job für dich. Da musst du auch nicht mal was verstehen. Schön. Schön. Samra, mein Herz, mal was anderes. Mal abseits von Leitblanke, Jackie und so weiter und so fort, der Shaitan in meinem Rücken und so. Mal was anderes. Das war Samra, mein Herz. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf.